So, willkommen zurück zu Overcooked mit unserem krassen Bus, der auch über Wasser fährt. Wir fangen heute mit Level 1-4 an, obwohl er komischerweise in einem Stern eine 5 steht. Ja, Anfangslevel zählt halt mit, ne? Alles klar. 280 Punkte brauchen wir, da steht's. Ja. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Ja, dann ist ja alles easy. Ich glaube, wir kriegen ein neues Rezept, weil da links sind irgendwelche komischen Salatbuffets oder so aufgebaut, wie es aussah. Kriegen wir hin. Also kriegen wir bestimmt auch noch erklärt. Burger! Jawoll, ja, jetzt arbeiten wir beim Mac, ist es natürlich schwerer als eine Suppe machen. So einfach macht man einen einfachen Burger. Man nimmt Fleisch, haut es zu Brei, brät das Ganze und die Brötchen kommen da irgendwie von Zauberhand rum. Genau, einfach rumlabbert. Also da links haben wir Salat, Burger, Fleisch und Tomaten. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um, damit wir wissen, Bescheid wissen. Rechts sind die Pfannen, die Essenausgabe ist auch da. Was soll das da sein? Das. Also das ist unter der Essenausgabe, ihr könnt ja nicht sehen, wo ich da werden zeigen. Die Teller zurückgebracht. Ach ja, klar. Und wo kann man die Burger zermatschen? Wahrscheinlich irgendwo hier, wo gerade das Schild war. Okay, dann heißt es, ich hole jetzt erstmal Fleisch und gebe... noch Salat machen. Da sind ja noch Tomaten und Salatblätter links. Ja, okay. Wo sind die? So hier unten, glaube ich, oder? Ne, das ist Nutella. Das ist nicht Nutella. Kann man die so bearbeiten, oder? Völlig überfordert. Oh, das zählt wohl. Okay, nice. Muss man die nicht auch irgendwie umdrehen oder ach, so? Da steht was auf die Burger alles drauf soll. Ich brate auf jeden Fall schon mal ein paar. Ach Mist, das muss ja auch geschnitten werden. Okay, den ersten schaffe ich somit schon mal. Fleisch muss raus. Das kann noch was werden für den nächsten Wochen auch noch Salat. So, den ersten haben wir. Der ist fast runtergeknüpft. Muss das Brötchen nicht getoastet werden? Nein, nein. Scheißen sie. Es geht durch! Hast du erst ein Fleisch da? Ach, verdammt, das müssen wir ja auch packen. Was muss da noch drauf? Tomate. Man sieht schon total überfordert. Irgendwas Neues geht gar nicht. Das Ding muss der auch drauf. Fresh. Wir müssen vor allem auch diesmal wieder abwaschen. Ja, ey, man kann das Zeug auch einfach auf den Fußboden werfen. Ja, immerhin haben wir diesmal 4 Teller, mehr Gerichte schaffen wir nicht. Ach, eventuell ja. Gibt's auch rohe Hamburger. Da steht hier über eine Pfanne drunter, wenn die nicht da ist. Muss ich mal... Puh. Ja, wir brauchen mal Brötchen. Wieso stelle ich die jedes Mal nach da unten? Wir können die auch hier oben hinstellen. Wieso bringen wir die jedes Mal nach da unten? Ist das dumm? Weiß ich nicht. Und noch mehr Brötchen. Pack die doch direkt auf den Teller. Was anderes machen wir hier? Das geht. Oh Gott, ey, einfach total. Warum stelle ich das jetzt wieder hin? Bin ich blöd? Keine Antwort bitte auf die Frage. Oh, der eine will nur das haben, ja dann bitteschön. Salat. Ach, hast du schon. Okay, okay, okay. Oh Gott! Nein, nein, halt erst schneiden. Meine Güte, das ist echt gerade ein bisschen durcheinander. Aua. Aber ganz ehrlich, wenn du in den Weg kommst, ey, ist ihre Schuld. Nein, nicht den Mist, weg damit. Ich bin ein guter Koch, ich werfe erstmal so einen vollkommen in Ordnung Salatkopf weg. Brötchen. Er war schlecht, das hat man nur mit gekonntem Auge gesehen. Ging weg, direkt. Speed. Achso, wir müssen auch noch abwaschen, wie es aussieht. David, wir haben noch 1 Minute 24, ach du Scheiße. Nein, ich hab schon vergessen, was das ist. Kann man vergessen, dass man Fleisch auch braten muss, im Ernst. Ist so, nein, das Hacken habe ich vergessen. Ja, was ist das denn? Ein Burger ohne Teller oder was? Ja, egal, der ist fertig. Ging das ohne Teller? Nein, ich habe ihn auf den Teller gepasst. So, okay, ich dachte gerade schon. Eigentlich ist es fast sinnvoll, wir gehen mit dem Teller erst rum und rennen nicht immer zum Teller, oder? Da muss einmal Fleisch drauf, das Fleisch ist fertig. Na, ja, stehst du nicht so? Oh nein, der nochmal drauf. So. Jetzt nimm die Teller mit, Bitch. Meine Güte, was ist das für ein Stress? Ich dachte, das ist mal ein gechilltes Let's Play, das man nebenbei machen kann. Einen müssen wir jetzt noch schaffen. Dann müssen wir das Fleisch jetzt langsam mal in die Pfanne. Muss da noch drauf? Salat, da hast du schon. Ja. Irgendwie, wird nicht mehr. Hä,
16 Sekunden, klar. Ja, aber der brät zu langsam. Ja, könnte knapp werden. Ich muss doch das Geschirr abspülen! Nein! Komm schon, ein Teller noch! Ja! Es ist genau fertig geworden, als die Zeit abgelaufen ist. Und wir haben echt nicht genug Punkte. Nein! Okay, nochmal, ja, was wissen. Mit dem einen hätten wir es noch geschafft. Nee, die bringen 20 Punkte. Ja, plus Trinkgeld. Trotzdem wären wir nicht auf 82 gekommen. Achso, ich dachte 52. Also bringen wir es jetzt nochmal, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Ich würde aber sagen, wir bringen die Teller erstmal nach drüben, damit wir da alles hinpacken können, außer das Fleisch. Wir können ja erstmal die nächsten zwei Level machen und falls es dann noch irgendwen interessiert, machen wir die Folge länger und schneiden dann nochmal das, was wir nicht geschafft haben. Das heißt, wenn es irgendwen interessiert, wir machen die Folge einfach länger und wer dann keinen Bock hat, es anzugucken, der guckt das halt. Genau, wer die Wiederholung dann nicht gucken will, der scheißt einfach drauf und macht seinen Browser zu. Ich habe jetzt gerade 10-mal X gedrückt, A gedrückt, damit es weitergeht. Okay, erstmal los geht's. Okay. Up in the Pampa. Wir müssen uns vor der Polizei verstecken. Ist hier keine Großstädte, was ist das denn für ein Mist? Es stehen drei Hochhäuser und nicht mal kleine Gebäude. Was ist das hier nicht für ein Hochhaus? Level 1,5. Ich find's cool, ich find's aber gut, wenn die noch benannt werden irgendwie. Oh, das ist so eine richtig geile Küche. So eine, wie ich, wie Master das schon mal erwähnt habe, so eine will ich haben, so mit, damit ich so eine Theke, weißt du. Na, wir brauchen nur 160 Punkte, das wird wahrscheinlich eine Katastrophe. Ja, das ist wahrscheinlich was richtig Schweres. Super! Wo ist denn alles? Ach, da unten in die Töpfe. Champignons! Oh, falsche Richtung. Gib Gas! Was machen wir hier? Ja, das ist echt so eine Katastrophe. Du bringst ihn weg, ich leg dir hier schon den nächsten hin. Das war jetzt eine gute Arbeitsteilung. Ja. Wir haben einfach drei Kochtöpfe, wir sollen das schaffen. Oh Gott, pack die Tomaten rein! Keine Ahnung, was ich hier mache. Du musst einfach auf die Karten gucken. Ich bin hier mit zu beschäftigt. Ach so. Stell doch, lass doch einfach liegen. Junge, was tust du denn eigentlich? Rennt hier einmal komplett außen rum. Ja, die Tomaten brauchen wir gar nicht mehr. Ja, hier ist echt ein bisschen im Weg stehen an dieser. Ja, Großküche halt, ne? Ja, jetzt nimm den Teller mit! Oh Gott, Alter, dieser Stress, ich komme damit nicht klar! Gut, dass das nicht im Real Life gerade so läuft. Diese scheiß gechillten Wichser, die da draußen sitzen und unser Essen essen, ey, beim Ernst. Haben die eine Ahnung, was das hier für Stress ist? Ich verlasse mich gerade so hart darauf, dass du dir auch die richtigen Zutaten hinstellst. Ich habe keine Ahnung, was die gerade bestellen. Der ist sehr gut. Ich verlasse mich halt auf dich, sei doch froh. Dass du auch mal irgendeine Aufgabe bekommst. Ich vertrag das nicht, wenn sich irgendwer auf mich verlässt. Was muss ich jetzt holen? Oh Gott. Ich verlasse mich eigentlich nur darauf, dass du die Kochtöpfe rechtzeitig hast. Ja, genau. Weißt du, alles andere ist scheißegal. Eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sich das wirklich so in zwei... Oh, warte, ist noch nicht fertig. Wenn man sich das in so zwei Abschnitte hier unterteilt, wo jeder zuständig ist, weil das ist nicht gut. Ah, liegst du wieder hin? Ja, ich renne auch jedes Mal hier komplett außen rum. Ja, easy 3 Sterne, würde ich sagen. Ey, 120 haben wir ja jetzt schon, hä? Wirklich. Wo werden die Zutaten? Was willst du mit Pilz? Achso. Ich wollte gerade sagen. Oh. Du verlässt dich doch. Ja, ich war gerade total irritiert, die Zwiebeln habe ich ja schon. Das war richtig gut! Go! Hier, ich leg sie dir an das Brett. Ja. Los, noch eine. Okay. Ja, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, auch wenn der Anfang ein bisschen scheiße war. Okay, easy. Oh, diese Musik dazu! Davon werde ich Albträume kriegen. Albträume, warum? Los, werd fertig, werd fertig, werd fertig, werd fertig, okay, go!
Okay, noch einen Teller brauche ich jetzt, glaube ich, nicht abwaschen. Das schaffen wir eh nicht mehr. Oder? So. Ganz echt. Na gut. Dann kümmern wir uns da unten um den Scheiß. Was? Wir haben doch da noch einen Teller stehen. Ja, deswegen meinte ich auch, noch einen muss ich mich nicht kümmern. Du hast gesagt, wir schaffen noch einen. Also jetzt musst du auch dafür sorgen, dass wir es schaffen. So, ich dachte, das eine Gericht mehr. Das wird, glaube ich, ein bisschen hart. Ach, was? Das kocht geisteschnell. Es muss wenigstens im Topf sein! Nein! Versagt als Koch, versagt. Aber ganz ernst, das Level war richtig einfach so gesehen. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns recht gut schnell koordiniert haben und nicht die ganze Zeit gegeneinander gerannt sind. Oh mein Gott, wir haben einen Koch im Rollstuhl. Aber ohne Beine und er ist ein Waschbär. Yeah. Wo kann man den überhaupt noch einladen? Vielleicht ist der schneller als normal. Okay, letztes Level für heute, beziehungsweise danach noch die Wiederholung vom anderen. Level 1-6. Wir große Küche. 2 Undert-Punkte später. Sieht nach Burger aus, ne? Ja. Och nö, Burger sind unsere Schwachstelle. Wir sind einfach davon überfordert, dass man das Fleisch klein hacken muss. Los, hacken wir erstmal ganz viel Fleisch klein. Wo sind die Brötchen? Ach, da unten. Wo sind die Teller? Ach, da oben. Ich lege schon mal einfach auf jeden Teller ein Brötchen. Ich brate schon mal haufenweise Fleisch! Was ist denn jetzt los? Erdbeben? Ach, da kommt ein... Macht er... Das ist wirklich ein Erdbeben! Also... Ja toll, wenn das Fleisch da jetzt fertig ist, was mache ich dann? Arschlochspiel. Guck mal, da oben das Auto. Jetzt pack das doch da... Hallo, nicht auf den Fußboden. Hallo? Ach so, das ist in der Pfanne. Jetzt geh wieder runter, ja, mein Fleisch verbrennt! Wie lange dauert das denn? Einer muss immer oben bleiben einfach. Komm schon, lass mich hin! Oh Gott. Hast du gehört? Ja. Ach, du hast doch schon ein Ding draufgepackt. Hä? Ach so. Eins haben wir. Runterspringen kann man, glaube ich, immer, ist die Sache. Ja, hey, so aber einer muss doch deshalb immer oben bleiben. Bleib oben. Kannst du mir nur was hochreichen? Weil wenn nicht, ist es scheiße jetzt. Gib es mir! Oh. Das hat echt... Ich kann es nicht aufheben. Ah, doch. Hä? Jetzt packst doch da rein, das du Dumme. Doch, geht. Ich kann das da irgendwie aufheben. Konntest du es gerade eben noch. Hä? Hallo? Das ist echt ein bisschen geklappt. Ist das auch für die Küche? Tomate brauchen wir eigentlich nicht. Ja, die Sache ist, wer geht hier gerade noch essen? Ich kann vor allem währenddessen einfach nichts tun. Hä? Ja, ich check's gerade nicht. Wasch mal schon den Teller. Das ist echt ein bisschen übertrieben hart. Genau wie ich. Was? Was? Brauchen wir noch so einen? Nein. Ach, scheiße. Hier Salat schneiden. So, wir brauchen... Okay. Das ist echt irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, das ist... Ist einfach so arg glückabhängig, ob es das Richtige ist, was man, hoppala, hier macht. Nein, nicht die Pfanne. Brauch Teller. Wir haben keinen Teller. Nein, ich kann nicht mehr vom Teller runternehmen. Das Fleisch verbrennt. Ist das schon fertig? Ach, passt schon. Da fehlt wieder Salat. Ach nee, gar nicht. Rachen. Ich werf dir mal die Teller runter, ne? Mach mal. Geht das überhaupt? Ja. Doch, das geht. Scheiße. So, ich hatte nur 10 Salaten. Verdammt, wir haben gar kein Fleisch. Okay. Fleisch ist beim Burger natürlich das Wichtigste. Wieso? Okay, dann müssen wir... Ja, weil ohne Fleisch geht's einfach nicht voran. Biss ich? Nein! Nein, nicht auf dem Tresen, du dumme Bratze, ey. Was ich komm nicht hoch. Lass fallen! Es ist weg. Es ist einfach weg! Nice. Ah, ich bin einfach die ganze Folge überfordert, was soll ich machen? Zumindest wegen diesem Teller. Der Burger ist sogar schon fertig. Nee, warte, da fehlt noch irgendwas, das Fleisch. Ich hab gerade noch so dran gedacht, Moment, da gehört auch noch irgendwie sowas wie Fleisch drauf.
brauchen Buletten. Da oben ist noch eine, ne? Was? Nein, nein, ich meinte, wir brauchen Brötchenbuletten. Ja, nimm doch die! Wir brauchen noch Salat! Schön wohin! Auf dem Teller! Das ist mega garstig gerade. Alter, das ist so überfordernd. 6 Punkte am Wald. Ach nee, gar nicht, bis 200. Ich hatte schon die 180. Junge. Tja, also die Folge wird ein bisschen länger. Also wer jetzt diese Level nicht nochmal sehen möchte, kann jetzt abschalten. Wir werden jetzt wahrscheinlich beide nochmal machen, schätze ich. Ja, ja. Ja, wir wollen überall 3 Sterne haben. Ich glaube, das wird später echt unmöglich. Aber ich glaube, wir fangen einfach mit dem hier gleich nochmal an, damit wir uns dann nicht nochmal neu dran gewöhnen müssen, ne? Ich denke auch. Aber das mit diesem Erdbeben ist echt scheiße. Ja, war am Anfang auch ein bisschen überraschend. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht die Tomaten und so und Salat zumindest nach rechts schon mal ein paar rüberschaffen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wettbewerbslevel ist mir egal. Boah, so eine kleine Insel, wie geil, da wohnt Muten Roshi. Hauptsache, das hab ich auch gerade gelernt. Okay, einer sorgt sich erstmal für 4-mal Fleisch und bringt das rüber. Der andere nimmt 4-mal Salat und Tomaten oder so, keine Ahnung. Ja, die können wir drüben nicht schneiden, oder? Nein, deswegen, wir müssen ja bei... Hä? Hä? Ach doch, ich war gerade im Italien, ich nehme das Fleisch. Ich sagte, ich nehme das Fleisch, was machst du da? Na, warum lege ich es da hin, statt es gleich zu schneiden? Egal, erstmal... Oh, na toll! Nein! Ah, also, oh Gott, erstmal das direkte Fleisch, was komplett verbrennen wird, ausgezeichnet gemacht. Sollen wir gleich neu starten? Nee, ich würde sagen, wir schneiden jetzt genug Gemüse. Leg das Fertige schon mal irgendwo hin. Das schaffen wir alles gleich, werden gleich erstmal rüber. Eigentlich können wir auch hier schon mal Fleisch braten. Ich meine, hier unten ist ja auch eine Pfanne. Ja. Wir haben jetzt viel zu viele Salaten und gar keine Tomaten. Oh, ich hab's gerade runtergekriegt. Ich hab's auf die Brötchen gestellt. Eins kann weg. Ah nein, das war nicht jetzt mehr. Oh, warte mal, das ist ein großes Stück Fleisch, scheiße. Nummer 2 kann auch. Ja, ich bin gerade einfach so. Scheiße, wir hätten das Zeug rüber schaffen müssen. Ja. Was ist das nächste? Salat. Ist das wo hier? Ein Stück Fleisch. So. Teller fliegen runter. Ey, jetzt müssen wir hier doch was runterzuwerfen. Okay, ich versuche jetzt erstmal alles hier so ein bisschen hinzubringen. Achso, auch Teller. Ja, kann ich direkt nehmen. Wir haben keine Teller mehr. Wir gar keine mehr. Oh, und ich werf sie immer hier weiter hier hin. Ey, ich glaube, das wird schon wieder nicht. Das ist einfach so richtig... Das ist ein richtiger Krampf in dieser Küche. Nein! Okay, nicht schon wieder, ey. Was, da fehlt noch was, scheiße. Ja. Wir haben Tomaten nur einen Teller jetzt oben, ne? Und Tomaten haben wir oben auch nicht, ey. Wir sind so richtig scheiße. So. Das einmal. Hallo, pack das doch da. Ich brauche erst das Brötchen, bevor ich das machen kann. Ich fahre einfach so dahin. Ey, das ist so hart überfordernd, das ist echt unglaublich. Jetzt, warum geht das nicht? Da liegt eine Bulette auf dem Teller und ich kann den Burger... Ist das roh! Ernsthaft? Ach Gott. Na toll, ich hab den... Ach, hier ist ein Teller, frasch den mal ab. Bitch. Hallo? Ja gut, was soll ich jetzt machen? Ich kann irgendwie gerade gar nichts machen. Wobei doch, ich kann jetzt zumindest mal... Einfach Brötchen hinlegen und da das Fleisch draufpacken, dass wir schon mal die Basis haben. Warum habe ich jetzt eine Pfanne? Egal, hier. Take it. Ach, hier ist kein Fleisch mehr, oder was? Hä, wir haben gerade genug Fleisch. Hier ist alles voll mit Fleisch auf den Burgern schon. Warum nehme ich jetzt die Pfanne mit? Scheiße! Ey, kein Teller! Junge. Nein, 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 nein. Ja, gerade noch hochgekommen. Oh, kein Teller. Was brauchen wir? Der hier ist gut. Hier bräuchten wir einmal Tomaten und da bräuchten wir einmal Burger. Geil. Komm mal hier. Kannst du ihn aufheben? Kannst du ihn aufheben? Von da. Nein. Junge, ey.
schön noch den Salat machen. Ey, das ist so dumm mit dem Ding. Dann sind hier nur 150. Das würde eigentlich schon eins mehr reichen, aber... Wir haben vor allem keine Teller mehr, aber doch, da. Jetzt lass ihn stehen, lass ihn stehen! Ich wasche Teller. Das ist auch eine Bestellung, passt. Zack. Hol dir den Teller, hol dir den Teller, den ich jetzt mache. Da stehen noch zwei Dinger. Da fehlt noch Fleisch drauf. Passt schon. Oder auch nicht. Das gibt jetzt Minuspunkte, wir haben es deswegen jetzt nicht geschafft, pass auf. Ich hätte den noch abgeben. Wahrscheinlich. Das hat echt nicht gereicht. Wir haben genauso viel wie letztes Mal. Stimmt. Okay, wollen wir das andere Level nochmal machen? Das machen wir einfach offscreen. Naja. Meinst du, das wäre scheiße? Aber es ist auch so arg, was. Es ist einfach so ein Brainfuck. Ja, da ist schwer, sich zu koordinieren irgendwie. Ich nehme einen komischen Typen hier. Den. Auch wenn ich eigentlich meine Chefköchin ganz cool finde. Vielleicht sollte man nicht überall dann... Ach egal, das gucken wir später. Wir machen jetzt erstmal hier. Okay, warte, wir probieren jetzt mal ganz kurz, das hier jetzt auch nochmal in zwei Teile zu teilen, okay? Das heißt, ich kümmere mich da so größtenteils an Stellen, wir stellen es einfach möglichst einfach so in die Mitte, dass wir nicht auch durch diese scheiß Engel müssen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach ja. Ja, okay. Go for it. Stell am besten erstmal die Teller in die Mitte. So. 5 Teller haben wir, wow. It's amazing. Wir brauchen Fleisch. Ich mit meinem krassen Ding hier burn einfach alle weg. Da einmal Salat drauf. Dass sie sich darauf packen können, wo schon was drauf ist. Ja. Was wollte ich gerade machen? Tomaten holen. Oh, ist das fertig? Ein Burger mit allem. Brauch neues Fleisch. Okay. Ich kümmere mich drum. So, wir brauchen auf jeden Fall auch Tomaten für den nächsten Burger. Dann mache ich den schon mal. Und Salat. So. Im Ernst, was ist für eine Küche, wo die Köche selbst abwaschen? Okay. Warte mal. Komm. Du hast echt einfach so Salat draufgelegt, finde ich gut. Du weißt ja schon, dass wir für den ersten eigentlich noch gar keinen. Egal. Aua. Au! Du Pisser! Fleisch. Okay, Salat. Ja, stimmt, Fleisch sollten wir echt ein bisschen mehr machen. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall für jeden. Ich nehme mal die Teller. Oh mein Gott, da will einer einen vegetarischen Burger. Das wär's jetzt. Oder ein rohes Stück Fleisch. Wieso kann ich immer nur einen sauberen Teller mitnehmen? Das ist total dumm. Die ganzen dreckigen Teller kannst du auch in einem Stapel mitnehmen. Fuck. Das ist mir egal, wie es geht. Fleisch haben wir eigentlich noch, warte mal, wir brauchen... Nein, Tomaten brauchen wir gerade auch nicht! Doch! Nicht! Oh Gott! Ah! Panik! Brötchen auf jeden Fall, ja. Einfach durchbashen. Ist das schon fertig? Ja. Wir sind jetzt schon drüber. Wir sind einfach durch das andere Burger-Level richtig gut geworden. Wir haben kein Fleisch mehr. Schon wieder das Wichtigste einfach nicht mehr. Wir brauchen unbedingt auch einen Burger ohne alles sonst, ne? Ja. Der geht ja schnell eigentlich. Ja, das Fleisch muss halt jede 16 Sekunden so braten, dass es richtig hart ist. Ist daneben gelegt? Nein, nicht den Gas. Ah, warte, ist noch gar nicht fertig. Hey. Machst du ein bisschen Fleisch? Ja. So, brauchen wir einen mit Salat. Da ist schon einer, leg einfach das Fleisch drauf. Ganz links. Ja, aber da ist Tomate drauf, das wollen wir nicht. Was? Braucht Teller? So überflüssiger Scheiß.
Den wollte auch noch irgendeiner, haben wir auch noch mal ein paar Punkte. Was wäre da noch Fleisch? Wir haben kein Fleisch mehr. Oh mein Gott, auch wir haben auch keine Teller mehr. Also, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr machen. Komm schon, Patty, werd fertig. Egal, schaffen wir eh nicht mehr, verpiss dich. Du kannst aufhören. Nein! Wie einfach 334. Wieder einfach so unabgewaschene Teller übrigens, ja. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Einfach weg damit, scheiß drauf. Na, richtig gemastert. Und dann so benötigte Punkte 330. Alles klar, dann machen wir jetzt ganz kurz offscreen nochmal dieses komische Erdbeben-Level. Und hoffentlich schaffen wir es endlich mal. Und dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis dann. Ciao! Was ist da drauf? Natürlich! Geil. Tschüss.